Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute begrüßen hier zu einer weiteren Vorstellung auf meinem Kanal. Ja, ich möchte euch heute hier von internationalen KSI Glow 800 Pflanzenmaschine hier. Ja, handelt sich um eine Einzelkornartmaschine hier. Ist auch für die Konsolen verfügbar. Finde ich da eine tolle Sache, das Ganze. Ja, und ist hier ideal, ja, für kleine Karten und auch kleine Höfe hier. Weil wir brauchen hier nur eine Leistung von 75 PS, entsprechend hier 55 kW. Wir haben hier ein gesamtes Ladevolumen von 1150 Liter und ein Gewicht von 1300 Kilo. 2,5 Meter ist die Arbeitsbreite und wir haben hier eine Arbeitsgeschwindigkeit bis zu 15 km/h und den Reifen drauf I1. Interessant das Ganze, finde ich mal. Ja, und das Ganze kostet hier nur 10.000 Euro in Anschaffung. Wir haben hier Miete 510 inklusive. Ja, wie wir sehen, ist es hier eine Sämaschine zum Anhängen mit dynamischen Schläuche, das Ganze. Ja, und ich habe das Ganze schon mal hier gekauft, wie man hier sieht. Und ja, man kann hier die Deckel einmal aufmachen. Wie wir sehen, wir haben hier 800 Liter ja, Saatgut und 350 Liter Mineraldünger hier drin. Ja, dynamische Schläuche, wie gesagt. Also, mir ist jetzt so ja nichts aufgefallen, dass man hier was mit, also, ja, in Simple IC oder Interface-Kontrolle hier machen können. Ja, ich würde mal sagen, fahren wir mal kurz ran. Klappt das Ganze natürlich hier zu. Wie wir sehen, hier ist es mit, also, Position Farmings hier kompatibel, das Ganze. So, klappen das mal natürlich zu, wie gesagt. Machen wir es hier auch mal zu. So. Und Spurreisen, ja, machen wir auch einmal. Das wollen wir mal ganz sehen. Wir senken jetzt mal hier die Drille. Und schalten natürlich mal das Ganze ein. So, schauen wir mal, wie das hier funktioniert. Mit den Spurreisen, mit dem Abstand. Nur mal Gas. Ja. Wir haben hier Mais eingestellt als Frucht. Jetzt tun wir mal den Helfer einschalten. Dann sehen wir natürlich auf dem Retourweg, ob das hier so einigermaßen passt. Sieht jedenfalls so hier aus. Das Ganze mit den Stauben tut's. Partikelsystem eher so her sehen wir eher weniger. Wow, der tut aber früh, also ist jetzt hier der Standardhelfer, den anheben. Interessant. Bin mal gespannt, wie das mit, also auf der Retourfahrt natürlich hier ist. Der tut hier ziemlich weit, wie wir sehen hier. Das ist schon mal eine Reihe überlappen. So, hier vorne kommen wir zu unserer Spurreisen mit dem Vorderrad. Können wir sehen. Da klappt das ganz gut. Schauen wir mal, wie er da dreht. Also, wenn er so weit Abstand hält, das finde ich nicht ganz gut. Vielleicht liegt das irgendwie natürlich hier an, also den. Ah, da sind wir hier. Kollision. So her. Hier fährt er mal richtig ran, wie wir sehen. Aber warum bleibt er stehen? Also da ist er schon noch, wie wir es unschwer kennen können. Aber jetzt. So, jetzt sind wir hier durch. Okay. Warum macht er nicht mal weiter? Hat er Mittagspause? Aber wir entlassen den mal, den guten. Aber ich finde das wirklich eigenartig, warum er jetzt hier nicht mal weitergemacht hat. Wir schauen uns das Ganze jetzt natürlich auch an. Hier natürlich mit der kompletten Verschmutzung und der Verschleiß natürlich. So. So, so sieht das Ganze aus mit maximalen, also Lack und Verschmutzung, also dem Verschleiß, das Ganze. Ich finde,
So, ja, ist eine echt coole Drille, wie man sagt, dann her, so für einen kleinen Betrieb natürlich. Ist es ganz ideal und auf alle Fälle finde ich, man kann den gut hinterherziehen. Also ist es ja für kleine, ja, Karten her sehr gut geeignet. Ich finde es sehr toll, das Ganze so her. Irgendwie da vorne hat mich das eben ein bisschen irritiert. Denke ich mal, können wir ja nochmal den Helfer hier einschalten und schauen, was passiert. Erstmal hier natürlich unsere Drille nach unten. Und dann schalten wir hier unseren Helfer nochmal ein. So, mal schauen, dass wir ankommen. So her ungefähr. Jetzt starten wir nochmal den Helfer nochmal durch. Also mich lässt das irgendwie nicht in Ruhe, warum der da vorne also so groß einen Absatz gemacht hat. Und auf der einen Seite natürlich hier stehen geblieben ist. Und nicht mehr weitergemacht hat. Das ist schon eine Sache, was mich irritiert. Aber, wie wir hier sehen, ist doch hier eine echt tolle Drille, würde ich mal sagen. Machen, ja. Also hier auch, aber ist er um 2 Meter weiter? Das ist wirklich irritierend. Ja, schauen wir uns jetzt mal hier die Lok an. Da sehen wir hier unsere Lokdatei ist hier lokfehlerfrei. Ich hoffe, euch hat natürlich hier mein Video gefallen. Wenn ja, schaut es doch wieder rein. Würde mich nicht auf alle Fälle freuen. Hier sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Franz. Ciao, ciao.